Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Wie soll's anders sein? Ich habe wieder einen Temu-Haul für euch. So, ich mache mal das Ding zur Seite. Und greife mal hier rein. Ich habe mir hier so eine Stanze gekauft. Ich mache die Steine mal auf. Und zwar ist das so eine Slider-Karte, die kann man so ziehen, dass die sich dann, hier hinten zieht man, glaube ich, und dann stellt sich das in der Mitte so auf. Und dann hat man hier noch so ein paar Banner-Fähnchen, sonst was, was man daran machen kann. Bin ich ja mal gespannt, weil die sieht doch ziemlich breit aus. Aber die passt genau so rauf auf eine Karte. Oh, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich mache das mal hier lieber wieder rein, damit ich das verbummel. So, das habe ich gekauft. Dann, also, erste Tüte leer. Dann habe ich mir hier so ein Embossing-Folder mit Sternchen geholt, weil sowas habe ich noch gar nicht mit Sternen. Und der hat hier so Sterne. Sterne, Sterne, Sterne. Kann man das sehen? Also so ganz einfach. Obwohl, die sind schon sehr schön, die Sterne. Ist zwar kein 3D-Folder, aber Sterne zu Weihnachten hat mir noch gefehlt. Und ich habe mir noch so ein Ding hier gekauft für die Perlen, weil das finde ich wirklich schön, auch von der Größe her. Da habe ich schon zwei. Die anderen sind zwar pink, aber ist ja egal. Den finde ich wirklich toll. Den packe ich gleich noch hier unten hin auf meine anderen beiden Perlenboxen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So. Dann habe ich mir mal hier so eine Tüte mit so kleinen Feenlichtern geholt. So. Ich habe mir gedacht, ich wollte nämlich vielleicht noch so einen Bilderrahmen machen mit Licht. Aber wenn das blinkt beim ersten Mal, ist ja auch nervig. Ja, kriegt man schon irgendwie hin. So, wieder reingesteckt. Und die sind schön, weil die so ein kleines Fach haben. Ich habe mir noch so viele Bilderrahmen von Ikea, diese tiefen, wisst ihr? Die müssen ja auch irgendwann mal verbastelt werden, damit ich ein bisschen Platz hier kriege. Und ich habe mir mal eine Folie aus China bestellt. Mein Plotter in Gold. Gold habe ich nämlich überhaupt gar nichts. Irgendwie sowas Glitzerndes oder so. Ich habe nur normal schwarz, weiß, rot, gelb und lila. Aber goldene habe ich noch nicht. Ich mache hier so kurz mal. Gucken von der Dicke. Ja. Jetzt natürlich nur die Frage, wie lässt sich das entgittern? Das ist ja meistens immer so eine Sache, wenn man so billige Folie kauft, ärgert man sich damit meistens nur rum. Aber ich wollte es mal ausprobieren. So, wenn wir schon bei Folien sind, habe ich auch noch goldene Vinylfolien geholt zum Aufbügeln auf Klamotten. Das
zwei so eine DIN A4 Blätter. Dass man mal auf was aufs T-Shirt machen kann, so ein Herzchen vielleicht, so ein kleines oder so. Mal gucken. Ich hoffe, das blendet euch jetzt hier nicht so doll. Dann habe ich mir hier so eine Silikonmatte gekauft, wenn man hier so rummanscht. Au, au, au. Aber die ist schon sehr dünn. Okay, dafür nimmt sie jetzt nicht so viel Platz weg, weil guck mal, die ist schon riesig, aber sehr dünn. Aber okay, die soll ja nur drunter liegen, oder? Also von daher ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Dann habe ich mir noch so ein Ding hier mitgenommen. Noch ein zweites von den großen. Ach, wie das denn ist. Das kostet. Dann hat man eigentlich schon gesagt, bezahlen und dann wollen sie nicht noch was dem Warenkorb hinzufügen und dann steht es dafür 1,34 oder so und dann denke ich mir, ach komm, nimm noch mal eins mit. Kann man immer gebrauchen. Ja, jetzt muss ich nur gucken, wo ich es hinstelle, wa? Ach, es ist so furchtbar. Hier habe ich noch eine Folie, eine Vinylfolie in so einem schönen Bordeaux-Rot. Ich muss einfach mal ein bisschen mehr mit meinem Plotter arbeiten und nicht immer nur für Karten irgendwelche Sachen ausplotten. Davon habe ich irgendwo auch noch was. Gab es auch mal beim Action? Ich glaube, die gab es auch mal beim Action hier, diese Bänder. Aber ich finde die nicht. Deswegen habe ich mir da mal welche mitgenommen. So was kann man ja auch überall auf Karten draufkleben. So. So, ich nehme mal wieder eine Handvoll raus hier. Ich habe noch mal Karabiner mit Schlüsselringen bestellt. Davon brauche ich momentan richtig viele. Oh, und ich wollte keine Perlen mehr kaufen, aber die haben so schöne Glasperlen. Guck mal. Die haben so eine schöne Farbe. So ein Mintgrün. Oh, die liebe ich ja. Die finde ich richtig toll. Dann habe ich mir zweimal denselben Stempel, weil einen möchte ich verschenken. Der kommt hier hin. Und das sind so Zahlen und Buchstaben, so für den Hintergrund. Ja, fand ich ganz schick. Musste mit. Dann habe ich so Schlüsselbänder, also so Handy-Anhänger. Benutzt die von euch noch jemand? So, um irgendwas ans Handy zu machen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nämlich überlegt, da könnte man ja auch so kleine Engelchen anhängen fürs Handy. Ihr könnt mir ja mal in die Infobox schreiben, ob ihr noch irgendwas an euer Handy hängt mit solchen Handyketten oder ob das ein vollkommener Fehlgau war. Kleines Engelchen ran ans Handy, hat man immer einen Schutzengel bei. So, dann habe ich natürlich wieder Draht gekauft, wie bekloppt. In Silber, in Braun, in Schwarz, in Braun, in Rotgold, in Silber, Schwarz-Braun und nochmal Perlen in Dunkelgrün. Die sind schön, oder? Also, ich weiß nicht, momentan ist Grün so meine Farbe. Ich finde die so schön. Und dann Glasperlen finde ich ja sowieso toll. Ach, da muss ich mir irgendwas Schönes für den Garten machen. Nochmal Draht, nochmal, oder Kupfer ist es, nochmal in Schwarz. So, dann habe ich mir, die habe ich schon mal vor Jahren gekauft. Ich liebe diese Dinger, die sind zwar nicht so schön, aber meine Teeschnecken. Die kann man einfach oben an die Teetasse machen
und den Schnippel vom Teebeutel festklemmen, dass der nicht reinrutscht oder rausrutscht oder so. Die könnten sie eigentlich mal in schöner rausbringen. Also praktisch sind sie auf jeden Fall, nur eben nicht so schön, aber da ich ja wieder viel Tee verschenke, brauche ich davon auch welche. So, noch mehr Anhänger, also Karabiner mit Schlüsselringen, einmal in Rose Gold und einmal hier in so einem Bronze. Ach ja. Okay, daneben die Goodies für meinen Mann, seine Kollegen. Die 40 Stück habe ich fertig und da habe ich ja überall hier oben so ein Engelchen mit reingemacht. Und da sind ja schon 40 davon draufgegangen. Dann habe ich jetzt noch 10 für meinen Sohn gemacht. Und für mich mache ich auch noch 12. Ja, und dann sind die ganzen Dinger ja schon wieder weg. Noch mehr Perlen, Glasperlen, so bunte. Oh. Ich habe so viele Perlen. Ich muss die echt mal verarbeiten. Und hier diese grünen. Ach, Perlen, Perlen, Perlen. Ich muss wieder mehr mit Perlen. Ich muss irgendwo so viel machen. Also ich möchte so viel machen. Und guck mal, in Mint gibt es die auch noch. Nicht Mint. Hellblau. Schön, oder? Dann habe ich einen Fehlkauf. Ich habe mir gedacht, das ist ja mal eine tolle Idee. Oben für diesen Überlauf im Waschbecken so ein Dings. Aber bei uns sind überall welche drin. Da sieht man das dann und denkt sich, ja, warum ist dann, das sieht ja hässlich aus, dieses Loch oben im Waschbecken. Aber bei uns sind, zwar ist nicht so ein geriffeltes hier in der Mitte, aber zumindest so ein silberner Rahmen ist da fest installiert. Aber na gut. Auch mal dabei. Schon lange keine Fehlkäufe mehr gehabt. Bei Temu. Da geht das schon in Ordnung. Achso, hier habe ich. Okay, noch mehr Perlen. Und die habe ich schon. Bin nicht mir hundertprozentig sicher. Aber die finde ich auch eben so schön. Und jedes Mal kommen die wieder mit. Dann habe ich mir hier nochmal so Verlängerungskettchen. Habe ich hier irgendwo ein so ein Engelchen, wo ich so ein Verlängerungsdings benutzt habe? Wartet mal. Ach, hier ist momentan echt Chaos. Habe ich hier irgendwo ein? Hier. Da kann ich nämlich dann so ein Engelchen machen und kann noch was an der Seite mit anhängen. Deswegen habe ich mir noch mal so Verlängerungskettchen gekauft. Süß, oder? So. Oh, gleich fällt hier wieder alles runter. So, weg. Wieder, habe ich doch gesagt. Verlängerungskettchen. Packe ich mir gleich mal hier an die Seite. Dann noch eine Stanze mit so einer Gießkanne und Blümchen. Die fand ich so süß. Gießkannen finde ich ja sowieso toll. Sehr schön. Die benutzen wir dann im Frühjahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer draußen wird. Hier habe ich so einen ganzen Batzen mit solchen Fenstern gekauft. Aber ich hatte gehofft, dass die durchsichtig sind. Dass man die auf so eine Schüttelkarte oder so drauf machen kann. Aber die sind leider weiß von hinten. Aber da findet sich bestimmt eine Verwendung für, weil so sind sie ja ganz hübsch. Oh, nochmal Öl hier. Nochmal die Perlen. Dann habe ich die Perlen auch noch in dunkelblau gefunden. Die finde ich schön. Ja, auch eine schöne Größe. Das habe ich hier alles zusammengestopft. Ich habe das schon mal ausgepackt. Dann habe ich hier nochmal
diese kleinen Karabiner in drei verschiedenen Farben. Oder vier verschiedene sogar. Silber, Bronze, Rose Gold und Schwarz. Na, so ein dunkles jedenfalls mit den passenden Binderingen. Obwohl die finde ich, glaube ich, ein bisschen... ein bisschen dünn. Da habe ich immer Angst, dass die aufgehen. Obwohl, die sind eigentlich recht fest. Da dürfte nichts passieren. Und ich habe mir noch mal eine Nummer größer Biegeringe bestellt. Die waren das, die so ein bisschen dünner waren. In der Größe. Muss man mal gucken, wie die halten. So, haben wir noch was? Nee, Tüte ist leer. So, das heißt, das alles wieder verräumen. Oje, oje, oje. Damit ich hier wieder Platz habe. Oh ja, ganz schlimm mit Temu momentan. Okay, so, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, was uns so nächstes Jahr zum Basteln erwartet. Wir benutzen es natürlich alles. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, bleibt mir alle schön gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss, eure Grobi. Tschüss.